Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es wieder was richtig schön Schleimiges, nämlich mal wieder was von Pupsi. Heute habe ich mal diese kleinen Tütchen hier. Tütchen, das ist ja keine Tüte, aber ich weiß nicht genau, sie heißen Pupsi Slime Surprise einfach nur. Und es sieht aus wie ein, na, wer weiß es, wie ein Happy Meal. Und ich suche gerade noch, aber ich sehe es wirklich nicht. Collect the Rainbow steht da unten nur. Pup 3. Das ist irgendwie Serie 3 und es sieht einfach nur anders aus. Sind das vielleicht die gleichen? Also gehören die zu der Serie von diesen Dosen? Das könnte tatsächlich sein. Dass die halt einfach nur eine andere Verpackung haben. Hier sind auf jeden Fall 8 und 8, also insgesamt 16 von diesen kleinen Meals drin. Ich glaube, ich werde mir mal 4 davon rausnehmen und wir werden mal wieder richtig schön Slime machen. Ich glaube, ich muss meine Unterlage irgendwie gleich zur Seite rollen. Da auf der Unterlage drauf den Schleim so auszubreiten mit Wasser, das funktioniert, glaube ich, nicht richtig. Ah ja, genau, weil wir auch wieder über eine Marke sprechen, gibt es hier oben in der Ecke wieder ein Hashtag Werbung. Ich werde nicht bezahlt für das Video, aber ich habe auch für dieses Display nichts bezahlt. Naja, und ich werde mir, denke ich mal, schon mal 4 Stück hier raussuchen. Mal schauen, wie lange das dauern wird. Ich nehme mir einfach mal die 4 von vorne und schalte jetzt schon mal runter. Ihr könnt ja schon mal sehen, diese 4, die ich mir hier rausgesucht habe. Und ich habe mir auch schon Wasser zurechtgestellt. Ich würde gerade sagen, zurechtgelegt, aber ich habe das Wasser nicht hingelegt, sondern ich habe es ja hier hingestellt. Und habe mal auf eure Kommentare gehört und habe mir mal warmes Wasser genommen, in der Hoffnung, dass das einen Unterschied macht, weil manchmal funktioniert es bei mir irgendwie nicht so richtig mit dem Slime. Ich nehme jetzt einfach zuerst mal das linke hier. Und da gucken wir uns natürlich erstmal die Verpackung an. Hier, totale Anspielung an das Happy Meal von McDonald's. Hier oben sind wir dann 10 verschiedene magische Überraschungen. It's fun to laugh. Okay, also es macht Spaß zu lachen. Und ich habe die hier auch schon beim Smith Toys gesehen, als ich da gedreht habe in Köln. Da bin ich nämlich auch auf die aufmerksam geworden und wollte mir so ein Display rausholen. Da fällt halt immer der obere Teil, fällt immer von alleine raus. Das ist mir eben schon wieder passiert. Die sind halt so ein bisschen glitschig. Ist ja auch Slime. Hier haben wir schon so ein bisschen die Anleitung. Nummer 1, Slime machen, dann Zauberpulver dazugeben und einsammeln. Einsammeln, ich glaube, es soll nicht einsammeln heißen, sondern ich glaube, es soll Sammeln einfach nur heißen. Das heißt, wir haben hier wieder so einen Pupshaufen-Anhänger, wie wir das auch bei den anderen Pupsis nämlich hatten. Nicht bei den anderen Pupsis, sondern bei diesen anderen Pupsis Slime Surprises. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das wahrscheinlich zu dieser Serie dazugehören wird. So, machen wir erstmal auf und gucken mal, welchen Slime wir haben. Vielleicht gibt es ja auch wieder komplett anderen Slime. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Wie kriege ich das auf? Hallo? Oh, ach so, einfach ziehen. Das war nicht ganz so schwierig. Jetzt haben wir hier fast wie so ein Tetra-Pack irgendwie eine Verpackung. Mal gucken, was wir hier alles rausziehen. Es ist jetzt nicht so typisch Pupsi-mäßig, finde ich, verpackt, weil normalerweise ist das ja immer so ein bisschen eingerollt und man muss da die einzelnen Sachen so rausziehen. Nee, hier sieht es tatsächlich aus wie ein Happy Meal. Genau, ich wollte euch nochmal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man hier so reinfilmt. Guck mal, das ist ein Burger. Wie süß ist denn das bitte? Nein, das ist ja mega cute. Das sieht ja mal aus. Okay, vielleicht soll da irgendwie auch noch irgendwas eine Mayo- oder Ketchup-Packung sein. Was haben wir denn hier überall noch? Ich glaube, am Rand hier klebt irgendwie noch was fest. Hä, was ist denn da passiert? Wie kann ich euch das denn jetzt mal am besten zeigen? Hier an der Innenseite, da klebt etwas. Das ist die Unicorn Magic. Auf der Seite sieht es aus, als wären das ein paar Pommes. Hier ist auch was drin. Hol ich mal raus. Das wäre das hier. Oh Gott, die Pommes sind einfach da drin. Kann ich die rausholen? Ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh Mann, ich wollte euch das aber so gerne zeigen. So sieht das eigentlich aus. Also man kann es halt irgendwie abmachen. Dann habe ich diese kleine Pommes-Tüte. Und das war dann drin, das goldene Teil. Ich glaube, das ist so eine Umverpackung. Ich will das einmal so ein bisschen auseinandernehmen, um euch mal zu zeigen, was man hier vielleicht noch so machen kann. Ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber es kommt mir fast so vor, als ob das hier nur so ein Schutz ist von außen und dass man da drin noch so ein richtiges Happy Meal hat. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier die ganzen Aufkleber weg und versuche das mal hier so rauszuziehen. Komm, komm, gib mir doch recht. Ich weiß, dass es so sein muss. Hallo. Ach, schaut mal, ich habe es komplett verkehrt gemacht. Hier steht Unroll hier, also hier aufrollen. Das heißt, ich habe doch, es ist doch eine total typische Pupsi-Verpackung. Gar nicht so, wie ich gerade gesagt habe. Ich habe es jetzt komplett verkehrt gerade gemacht. Hier ist auch nochmal irgendwie so eine kleine Anleitung. Das sind hier die Warnhinweise. Ach Mensch, ich bin auch so doof. Guck mal, man muss es nur einmal hier abmachen. Und das hier unten auch nochmal. Und dann, also hier muss man schon ganz schön viel irgendwie noch wegmachen. Das ist leicht verwirrend. Okay, also bei Pupsi muss man auf jeden Fall immer so ein bisschen lesen. So hätte es eigentlich aussehen sollen. Schaut euch das an. So sollte es eigentlich sein. Das ist das Einhornfutter. Einhornfressen steht hier. Ich sag mal Einhornfutter. Das wäre Nummer 1. Dann macht man weiter. Da wäre dann das hier gewesen, da wären dann die Pommes gewesen. Oh Mann. Dann geht es noch einmal weiter. Da habe ich ja von oben schon reingeschmult. Da sehen wir dann die Unicorn Magic. Upsi.
Und noch einmal weiter. Nochmal Unicorn Food. Hä? Haben wir mehrere verschiedene Slimes? Mach das jetzt erstmal ab. Jetzt kann ich das einfach abreißen, ja. Wieso haben wir verschiedenes Essen? Ah, hier ist auch wieder auf Deutsch die Anleitung, was hier alles so mit dabei ist. Das habe ich jetzt noch gar nicht alles genau gesehen. Aber hier haben wir eine genaue Anleitung, wie das funktioniert. Oha, ganz schön lang, oder? 1, 2, 3, 4 bis Schritt Nummer 17 sogar. Oha. Ja, wir werden jetzt einfach erstmal anfangen, hier so ein bisschen auszupacken, damit ich überhaupt weiß, was das ist. Ich glaube, das wird der Löffel wahrscheinlich sein. Aua, das Papier hat mich gebissen. Das ist der Löffel und den muss man zusammenstecken. Das habe ich eben schon so ein bisschen auf der Anleitung sehen können. Den muss man wahrscheinlich hier einfach nur reinschieben. Klack. Oh, da ist er ganz schön lang. Das ist nicht schlecht. Und der ist auch nicht ganz so eckig und nicht ganz so breit. Der ist ein bisschen länger als der andere Löffel, der bei den anderen Sachen mit dabei war. Das finde ich ganz gut. Ah, hier weiß ich schon. Hier wird es der Messbecher werden. So, ein grüner Slime-Messbecher mit der 10 Milliliter Linie hier. Das müssen wir nachher noch richtig abmessen. Dann habe ich hier diese Dose zum Mischen. Da gibt es ja auch mal wieder was anderes. Oh nein, die ist ja richtig cool. Die ist richtig cool. Das ist Tobasco. Natürlich nicht. Tutibasco ist es. Und nicht von Heine, sondern von Heini. Hot Soße. Mann, der alte Heini, der hat die Tutibasco rausgebracht. Das ist ja mal süß. Und wie kriegt man das hier auch so? Das geht... Oh nein, es geht schon wieder nur unten. Das habe ich beim letzten Mal schon bemängelt. Weil, wenn man das hier reintut, ne, und dann schüttelt, dann stellt man das ja wieder auf den Kopf. Und dann klebt der ganze Schleim unten an dem Unterteil. Kommt einem der Schleim so entgegengeflogen. Da bin ich nicht so begeistert. Davon muss ich ja leider mal sagen, aber okay, wenn die meinen, das muss so sein, dann muss das halt so sein. Hier ist wieder irgendwas. Ach so, ja, genau. Das war übrigens Gold. Das merken wir uns mal kurz, weil ich nicht genau weiß, ob wir vielleicht gerade irgendwas Seltenes gekriegt haben, dass das irgendwie jetzt so aussagt, wenn wir was Goldenes haben. Nämlich ein Überraschungsduft. Hier steht sogar drauf. Duftaroma Magnolie, also eine Blume. Hm, lecker, lecker. Hoffentlich. Und dann fehlt nur noch der hier, der Burger. Burger oder nicht Burger? Das ist hier die Frage. So, machen wir den einmal auf. Und hier ist ja dieser Sammelpupsi. Da können wir dann gleich mal gucken, welchen wir haben. Oh, der ist tatsächlich Glitzer. Vielleicht ist der wirklich selten. Oh, ist der süß. Oh mein Gott, ist der süß. Aber bevor ich jetzt gucke, ob der selten ist, werde ich wahrscheinlich erstmal anfangen, meinen Schleim anzumischen. Weil der Slime, ihr wisst ja, der muss immer eine relativ lange Zeit stehen. Vielleicht muss ich zwischendurch auch wieder die Kamera ausmachen, weil es so lange dauert. Kann aber auch sein, dass ich es so hinkriege, weil ich werde ja 4 verschiedene Slimes machen. Und in der Zeit ist vielleicht der erste schon fertig, wenn ich den letzten fertig gemacht habe. Ich habe schon gesehen, dass es jetzt anders funktioniert mit dem Slime machen. Also erstmal mache ich den hier voll bis zu der 10 Milliliter Kante hier, also bis zu dem Strich. So, jetzt haben wir 10 Milliliter und jetzt muss ich von den Tropfen 5 Stück hier reinträufeln. So, ich versuche das hier noch ein bisschen aufzuritzen. Ich glaube, man kann das eigentlich auch von oben nach unten machen, ne? Ach, naja, immerhin, es ist schon offen, war viel einfacher so. Jetzt haben wir hier nur ein bisschen Plastikhänger, aber es ist nicht so wild. Ah, es riecht wirklich ein bisschen blumig, ja. Frisch. 5 Tropfen. 5 Tropfen und nicht mehr. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, kam gerade ein Spritzer raus. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wenn jetzt wieder was schief geht, dann war es schon wieder der Duft, der hat alles zerstört. Also dieses Mal haben wir tatsächlich mehrere Schritte. Wir haben ja zweimal verschiedenes Einhornfutter. Also machen wir auch 2 unterschiedliche Slimes und mischen die am Ende zusammen. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Hilfe, 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 was tue ich jetzt? Ach nein, und ich kann die Flasche noch nicht mal abstellen. Nein, es ist schon wieder alles schief gegangen. Was soll denn noch immer schief gehen? Okay, egal, wir schaffen das schon. Der andere Unterschied ist auf jeden Fall, dass wir hier zuerst das Einhornfutter reintun, nicht so wie beim letzten Mal, wo man zuerst das Wasser reintut und dann einfach das Futter oben drauf. Das ist auch relativ viel. Ich glaube, es wird wahrscheinlich ein bisschen anders von der Konsistenz her sein. Also hoffe ich mal, dass da irgendwie ein bisschen was anders ist. Jetzt habe ich hier überall das Zeug hängen. Oh Gott, das geht doch wieder schief. Ist doch schon wieder was im Wasser gelandet. Oh, nee. Also beim nächsten Mal werde ich das definitiv mit der Schere aufschneiden. Dann passiert mir sowas nicht nochmal. Okay, ich hoffe, es ist alles drin. Ja, wie ihr seht, es ist grünes Pulver. Also wird es wahrscheinlich grüner Slime. Der Rest liegt noch hier auf meiner Unterlage. Wow. Und jetzt kommt das hier schon direkt rein mit dem Duft. Ich habe übrigens gelesen, dass man im Nachhinein auch noch Duft hinzufügen kann. Also ist es wahrscheinlich doch gar nicht so schlimm, wenn ich das jetzt hier habe. Und es wird nicht geschüttelt. Bitte nicht schütteln stand da, sondern unterheben, also umrühren. Und jetzt rühren wir einfach mal ein bisschen. 1 Minute lang. Und 1 Minute lang soll man das hier immer so ein bisschen wenden. Bitte wenden, bitte wenden. Soll man so lange machen, bis sich halt alle Klümpchen gelöst haben. Ich sehe hier immer noch Klümpchen. Vielleicht kann ich die so ein bisschen am Rand zerdrücken. Mal gucken, ob das funktioniert. Also von der Konsistenz her komplett anders als die andere Serie, die ich vorher hatte. Das ist schon mal was ganz anderes. Ich bin total überrascht. Und es kommt ja auch nur ein Schuss Wasser, also ein Becherchen Wasser rein. Normalerweise waren das immer
2. Aber stehen, das müssen wir dann gleich nochmal. Das Problem ist nur, dass wir den zweiten Slime auch noch machen müssen. Das heißt, es dauert nochmal 10 Minuten im Anschluss. Und da muss ich dann wohl doch einmal zwischendurch kurz die Kamera ausmachen, wenn ich dann jeweils die zweiten Slimes irgendwie mache. Ich versuche das mal so ein bisschen zu organisieren, dass ich fast alles irgendwie gleichzeitig tue. So wie sonst auch immer. Okay, ich glaube, das ist schon gar nicht schlecht. Ich denke mal, das werde ich jetzt so lassen. Und schau mal, lass ihn einfach mal so stehen. Ich finde, der ist ja jetzt fast schon eigentlich ganz gut. Schleimt auf jeden Fall schon sehr schön, okay. Ja, dann drehen wir den mal zu. Stand übrigens ja fett da, nicht schütteln. Deswegen ganz vorsichtig einfach hinstellen. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr benutzen, deswegen schiebe ich das jetzt einfach mal kurz zur Seite. Entschuldigung, du bist voll dreckig geworden. Und ich beantworte mal eben eine Frage von der Vanessa. Die hat mich gefragt, warst du schon mal in Frankreich? Oh, was für eine Frage. Ja, ich war tatsächlich schon mal in Frankreich. Ich war in Paris, aber das war so kurz und das war irgendwie nur für einen Tag, dass das ein bisschen, weiß ich nicht, es war einfach sehr kurz und ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ich habe mega große Ahnung irgendwie von Frankreich, weil innerhalb von einem Tag lernt man da doch nicht so viel kennen, leider. Da habe ich ihn tatsächlich schon gefunden. Oh nein, aber es ist nur Regular hier. Wir haben den mit dem Herz. Er heißt Ram oder Ram. Und es gibt verschiedene Düfte. Wir haben den hier, das ist Magnolienduft. Und die Farbe weiß ich noch nicht, weil bisher hatten wir den grün. Beide sind mit grün. Entweder haben wir jetzt blau oder gelb. Haben wir noch was auf der Rückseite? Tatsächlich haben wir auch noch was auf der Rückseite. Ah, sind das eher die seltenen, glaube ich. Oh mein Gott, es gibt einen Snickers. Nein. Wobei ich auch echt sagen muss, ich finde diese Flasche, die wir gefunden haben, finde ich richtig cool. Also es macht schon mega Spaß mit der. Und der ist auch total süß. Ist halt echt so ein kleiner Glitzy. Sieht aus wie ein Widder mit diesen Hörnchen hier und totaler Glitzerpupshaufen, den man hier nachher dann noch unten aufmachen kann. Und dann können wir hier den Slime reintun. Den tun wir dann in der Zwischenzeit rein, wenn wir den anderen Slime machen. Ich werde jetzt erstmal weitermachen und stelle die Sachen hier zueinander, damit ich nachher weiß, was zusammengehört. Nicht, dass wir hier durch den Tüdel kommen. Und dann mache ich doch einfach schon mal den nächsten auf. Ja, jetzt halten wir uns natürlich hier ans Rezept, wollte ich gerade sagen. Ist ja kein Rezept. Halten wir uns mal an die Anleitung. Ist ja auch keine Anleitung. Eigentlich steht hier nur bitte hier aufreißen. Aber wer von euch hatte das und hat es auch verkehrt gemacht? Ha? Wer? Wer? Bestimmt einige. Ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das so komplett falsch gemacht hat, oder? Ja, hier muss noch mal kurz die Schere helfen. So, hier unten auch. Dann lese ich noch mal eine #FragZanzi-Frage vor. Oh, hoppala. Und zwar von der Luisa. Die grüße ich dann natürlich auch ganz lieb. Muss ich das jetzt hier oben eigentlich auch aufmachen? Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Na, die hat einfach nur gefragt, hast du Geschwister? Was für eine einfache Frage. Nein, habe ich leider nicht. Also, ich bin leider Einzelkind. Aber es hat nicht sein sollen. Ne? Manchmal funktioniert es halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann ist man halt eben Einzelkind. Und ich hätte damals tatsächlich gerne Geschwister gehabt oder generell. Naja, ich habe halt immer sehr viele, die brauche ich doch noch, sehr viele Freundinnen gehabt, mit denen ich mich ganz oft getroffen habe und so. Naja, kann man natürlich nicht sagen, Geschwister sind immer noch mal was anderes. Ich glaube, wenn man dann letztendlich Geschwister hat, dann ist man ziemlich häufig genervt, weil da muss man irgendwie dann Zeit mit denen verbringen zwischendurch, obwohl man gar keine Lust hat. Und gerade wenn man dann irgendwie zum Beispiel so kleine Geschwister hat, dann rennen die irgendwie in dein Zimmer rein. Ich weiß ja nicht, wer von euch das irgendwie so kennt. Ich habe das halt mitbekommen, weil meine beste Freundin damals eine kleine Schwester hatte und die mussten mir ständig mitnehmen überall hin. Und ich war immer so, wir wollten halt gerne irgendwie alleine sein, wollten halt unsere Sachen machen. Die war halt um einiges jünger als wir. Und dann konnte sie natürlich halt nicht so richtig mitreden mit den Sachen, die uns da interessiert haben. Aber wir mussten sie ja trotzdem immer mitnehmen und das war halt immer so ein bisschen nervig. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn man halt nicht alleine ist zu Hause und wenn man dann ab und zu dann doch mal jemanden hat, mit dem man spielen kann. Und gerade wenn man älter wird, werden Geschwister auch wieder immer wichtiger. Also wenn man älter ist, dann versteht man sich sowieso wieder ganz anders und viel besser, meistens jedenfalls, wenn die dann nicht mehr zu Hause wohnen und man sich nicht mehr so nervt und die ganze Zeit immer so auf der Pelle hockt, dann ist das nochmal wieder was ganz anderes. Deswegen ist es eigentlich, finde ich, jetzt relativ schade, dass ich leider keine Geschwister habe. Aber naja, kann man nichts machen. Deswegen muss man sich an seine Freunde halten. So. Oh, wir haben einen Goldlöffel. Hat ja leider nichts zu heißen. War bisher jedenfalls nicht so. Also würde mich jetzt wundern, wenn das jetzt dann irgendwie was heißen würde, dass das irgendwas Seltenes ist. Aber ich glaube nicht. Sehr schön. Hier unten wieder mit dieser kleinen Wolke. Unser Einhornlöffel. Hier haben wir wieder einen Überraschungsduft dabei. Wow. Vielleicht kann ich hier auch einfach so aufdrehen. Mal gucken, ob das geht. Nein. Dann schneide ich hier einfach mal so ein bisschen außenrum. Ich hoffe, dann funktioniert das. So geht das. Oh, wir haben gar keinen. Moment mal. Steht nichts bei. Ich wollte gerade sagen, was wir hier haben. Bei dem anderen Mal stand das ja drauf, aber hier steht nichts. Ihr hattet mir gesagt, es steht unter den, aber da steht auch nichts. Also ihr habt mir immer wieder Tipps gegeben und habe ich mir immer versucht, das alles zu merken, aber irgendwie ist hier nichts. Da steht wirklich nichts. Oh nein, ich habe es mir in die Nase geschmiert. Oh, jetzt kann ich bestimmt nichts anderes mehr riechen als das hier. Es riecht richtig lecker nach Limette. Jetzt riecht alles nach Limette. Toll.
Okay, holen wir erstmal den Messbecher raus. Hoffentlich nicht schon wieder grün. Nein, er ist, was ist denn das? So fast durchsichtig. Ist das durchsichtig oder grau? Oh, da ist aber Glitzer drin. Ein bisschen Glitzer haben wir. Ich glaube, es ist so ein helles, bläuliches, bläulich-weiß. Oder grau-blau. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Wenn wir die jetzt hier rausholen, könnte man theoretisch ja schon wissen, was wir als Sammel, wie heißt das, Sammelpupsi haben. Aber ich habe ja keine Ahnung, deswegen, ich weiß nicht genau, wie was aussieht und was wie zusammengehört. Das ist auf jeden Fall Superpoop. Superpoop, Superpoop. Hört sich an wie so ein Superheld oder so. Parodie, okay. Hat nichts mit dem, also die haben sich nicht abgesprochen mit dem Markeninhaber. Aber was ist denn Superpoop? Kennt man das in Deutschland? Ich glaube fast nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, welche Firma oder welche Marke das sein soll. Naja, Deckel können wir schon mal abmachen. Ich habe mich gerade gewundert, warum das hier so weit riecht, aber es riecht ja in meiner Nase. Oh Mann. Dann holen wir mal unseren kleinen Burger hier raus. Burger, Burger. Ob der auch glitzert? Vielleicht glitzern die ja alle. Weil eigentlich wäre das komisch, wenn ein nicht seltener glitzert und die anderen nicht. Der glitzert nicht. Aber er ist shiny. Das ist ja schön. Der ist richtig scheinend. Was ist das denn? Ein Brötchen. Das sieht aus, als ob der in so einem Brötchen drin ist. Und das ist irgendwie so ein so Ketchup und Senf oder Mayo oder so. Und da drin sitzt einfach sowas. Der sieht aus wie ein Hund. Nein, vielleicht ist es ein Hotdog. Das soll bestimmt einen Hotdog darstellen. Oh, das ist witzig. Und der scheint halt mega schön. Die Augen sind übrigens auch ganz cool, ne? Die sind auch hier oben so mit Glitzern, mit Glitzer versehen. Und jetzt werde ich mal kurz angucken, welcher das ist. Yeah! Poo in a blanket. Poo in einer Decke? Ich hätte gedacht, das ist ein Hotdog. Oh Mann, ich hätte meine Idee irgendwie besser gefunden. Ach, schaut mal, ich glaube, das soll sowas heißen wie Limonen- oder Limettenbrause oder sowas. Sieht schon so aus. Welche Farbe wir haben? Keine Ahnung. Erstmal hier was abmessen. Das lauwarme Wasser ist übrigens nicht mehr lauwarm, glaube ich, mittlerweile. Und wieder kalt geworden. Und wir versuchen es jetzt nochmal. Wir versuchen es nochmal mit 5 Tropfen. 1, 2, 3, 4, 5. Mein Gott, was eine Zitterparty. Zitterparty. Es riecht richtig lecker. Könnte ich so einfach so einen Schluck trinken. Aber nein, nicht machen, weil nicht gut. Pfui. Guck mal, das ist doch schon so schön gemacht, dass man das hier so richtig cool einritzen kann. Aber man muss das natürlich erstmal hier oben nach unten schlagen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall die Schere nehmen. Das ist mir so egal, ob das hier eingerissen ist oder nicht. Wird wieder in die Hose gehen sonst. Deswegen schneiden wir jetzt. Schnipp, schnipp, schnipp. Da fällt schon wieder was runter. Und diesmal kann ich nichts dafür. Ist mir auf den Finger gefallen. Guck. So, habe ich es noch gerettet. Jetzt haben wir den hier. Rosa. Okay, ups. Ich glaube, dann ist es rosa und bläulich. Ich glaube, ja. Dann kommt das Wasser jetzt rein und dann müssen wir gleich wieder umrühren. Und los geht's. Einmal unterheben. Vielleicht ist jetzt die Konsistenz ein bisschen anders. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht ganz so hart ist wie bei dem davor. Ah, naja, doch, doch. Ich glaube, es wird jetzt ziemlich schnell hart, oder? Also jetzt merke ich schon, dass es hier einen anderen Widerstand hat unten. Guck mal, das sieht aus wie richtig leckerer Joghurt. Und es riecht halt auch noch so gut. Na, ich darf nicht zu früh aufhören mit dem Rühren. Ich muss ja eine Minute lang. Aber ich sehe schon gar keine Knödelchen mehr. Der ist ein bisschen wabbelig, finde ich, der Löffel. Na gut, der muss ja jetzt auch nicht lange durchhalten. Ich brauche den nur zweimal. Sieht schon gut aus. Ich denke, kann ich schon so lassen. Okay, ich versuche das mal hier oben ein bisschen abzustreifen, in der Hoffnung, dass das irgendwie was hilft. Ich versuche es gerade nicht anzufassen, weil sonst klebt es wahrscheinlich überall, so wie jetzt hier. Hoffentlich rutscht es noch runter. Okay, zumachen und abwarten. Und Nummer 3. Ich schneide jetzt einfach immer erstmal vorher alles so ein, damit ich das einfacher aufkriege. Da sind hier so viele Ecken, die man irgendwie einschneiden muss. Ich dachte auch, jedes Mal vergesse ich irgendwas. Okay, ich glaube, ich hab's. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich fehlt wieder irgendwas. Erstmal hier oben wieder aufmachen, damit wir das hier so aufklappen können. Hier haben wir das Futter. Pommes. Achso, Aroma-Surprise, nicht Pommes. Aber Pommes haben auch ein leckeres Aroma. Manchmal. Unicorn-Magie. Ich weiß gar nicht, wann wir die reinmachen sollen. Wahrscheinlich am Ende. Und das zweite Futter. Und jetzt noch den Rest. Hey, mein Burger. Rück meinen Burger raus. Gut, womit fangen wir an? Mit dem langweiligen, mit dem Messbecher. Der ist jetzt nicht so spektakulär, aber er ist eine andere Farbe als die anderen davor. Wir haben Orange. Orange mit orangenem Glitzer darin. Sehr hübsch. Bisher fand ich den grün, glaube ich, am schönsten. Dann einmal den Löffel. Nee, das ist gar nicht der Löffel, das ist der Duft. Mal sehen, ob hier was draufsteht. Achso, ich hatte euch vorhin gar nicht gesagt. Der, den wir hatten, der war leider wieder nicht selten. Der war wieder nur regular, also ganz normal und nichts Besonderes. Ja, hier steht wieder nichts drauf. Also müssen wir wieder erstmal erraten, erduften. Erduften, erriechen. Und da müsst ihr euch auf meine nicht ganz so gute trainierte Nase verlassen, leider. Ui, was ist das denn? Komme ich da noch drauf? Ich gucke gleich mal. Wir haben ja Gott sei Dank ein kleines Abbild und dann kann ich mal schauen, was das eventuell sein könnte. Es riecht auf jeden Fall sehr streng.
eher so ein bisschen säuerlich. Oder könnte auch eine Blume wieder sein, aber eine sehr intensiv riechende Blume. Mal wieder ein goldener. Oh, ich wünsche mir Snickers, aber ich glaube, Snickers ist es bestimmt nicht. Oh, stell dir mal vor, wir haben Snickers und es riecht nach Schokolade. Oh, ist ja cool. Es ist nicht Snickers. Health Poop Kakabucha. Poopsie Juice. Tummy Tea for Grumbly Bellies. Also eigentlich soll das Medizin sein, denke ich mal. Sieht aus irgendwie wie so ein Mittel, was man nimmt, wenn man Verstopfung hat. So sieht es irgendwie aus. Also cool. Also ich liebe diese Flaschen. Die kann man danach auch echt noch ganz, ganz cool benutzen. Die finde ich echt sehr cool gemacht. Finde ich, glaube ich, besser als die von der Serie 1. Das finde ich cool. Diese kleinen Pupsis, die finde ich relativ ähnlich bisher. Wobei ich habe da jetzt auch noch nicht so viele gesehen. Ich habe ja erst zwei gesehen. Deswegen sind wir da noch mal ganz offen, was da noch so kommt. Schon wieder so ein schimmernder. Nein, das ist der vom Dings hier. Und der hat sogar ein Horn. Das ist der hier. Schaut mal. Hier. Tada! Das ist der vom Bild. Oh nein, ist schon wieder von der gleichen Seite. Alles Junkfoodie-Doodies bisher. Corgi Poo heißt der. Das ist es, genau. Ich habe eine Grapefruit gehabt. Ja, das ist es. Habe ich tatsächlich auch zuerst gedacht, dass es eine Grapefruit ist, weil es so säuerlich gerochen hat und so ein bisschen halt eben nicht so süß, sondern eher so, ja. Das ist eine Grapefruit. Ich kann ja hier schon mal ein bisschen aufdrehen. Das brauche ich ja jetzt gleich. Kann ich das so hinstellen? Nee, ne? Oh, nee, komm, das lassen wir. Das geht doch schief. Dann mache ich mir meinen Messbecher nochmal voll. Ja, genau wieder 10 Milliliter. Dann hiervon wieder 5 Tropfen. Ich weiß nicht, ob ich 5 Tropfen wirklich hier haben will. 1, 2, 3, 4, 5. Meine Hände sind heute sowas von... Aha, angestrengt. Ich bin nämlich so lange Fahrrad gefahren. Wenn man diesen Griff so lang hält, dann tut irgendwann die Hand irgendwie weh und das Handgelenk. Ich bin gerade voll beeinträchtigt. Wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall ein gelbes haben. Also einmal gelben Slime und dann rot oder blau. Vielleicht haben wir jetzt hier gelb, dann wissen wir noch nicht, was da als nächstes kommt. Ich wollte es gerade hier über die Flasche halten, aber die Flasche ist ja nicht da. Nein. Tatsache, wir haben zuerst gelb. Okay, also wissen wir noch nicht, was als nächstes kommt. Ja, natürlich wissen wir das nicht, aber wir wissen auf jeden Fall noch nicht genau, für welchen sich der Zufall jetzt hier entschieden hat, für welchen Mix-Slime. Eigentlich auch ganz cool, oder? Dass man verschiedenen Slime miteinander am Ende mischen muss, also dass man zwei so eine Päckchen hat. Rein damit und wieder unterheben. Also, dass ich jetzt gleich die ganze Prozedur nochmal machen muss, das ist natürlich schon ganz schön krass, weil das dauert dann ordentlich sein. Eine Zeit. Wenn man sich so überlegt, dass man das zu Hause macht, dann braucht man ja auf jeden Fall mindestens 20 Minuten. Nee, man braucht natürlich länger, muss es ja immer auspacken und so. Aber dadurch, dass man es immer 10 Minuten stehen lassen muss, dauert das ja immer seine Zeit. Dann grüße ich, während ich noch so umrühre, ein bisschen einmal die Emmy und auch wieder alle, die Emmy heißen. Die hat nämlich gefragt, ob ich mal eine LOL-Party oder Pool-Party mit dem Glamper oder mit dem Haushalt irgendwie machen kann. Ja, habe ich alles vor. Habe ich alles vor. Genau das gleiche wie mit den Playmobil-Geschichten, wo ihr immer so oft danach fragt. Habe ich vor. Ich schaff's einfach nicht. Das ist wirklich schlimm, dass ich es nicht schaffe, weil ich würde euch gerne mal zeigen, wie es hier gerade aktuell aussieht, wie viele Sachen ich hier stehen habe. Ich komme nicht hinterher und eigentlich ist das Wichtigste, was ich eigentlich machen möchte, die LOL-Geschichten und die Playmobil-Geschichten. Das liegt mir nämlich selber total am Herzen und das ist so doof, dass ich genau das, was mir am Herzen liegt, nicht tue. Es ärgert mich selber und auch durch die ganzen Fragen, die ich immer wieder von euch bekomme, werde ich natürlich immer noch mal doppelt dran erinnert, obwohl ich das ja eigentlich sowieso schon immer im Kopf habe. Und dann denke ich immer so, okay, wenn ich das gedreht habe, dann mache ich das. Und wenn ich das gedreht habe, dann mache ich das. Und dann kommt wieder was Neues. Jetzt zum Beispiel hier das neue LOL Chalet, was gekommen ist, wo ich denke so, okay, das muss ich eigentlich zuerst drehen. Jetzt muss ich zuerst das Chalet drehen. Und habe dann auch noch die anderen Sammelsachen hier von LOL bekommen. Habe hier auch für den Pupsi noch diese Regenbogentasche. Aber ich glaube, euch ist es auch wichtiger, dass ich erstmal eine Geschichte mache, oder? Als die anderen Sachen jetzt hier auszupacken. Das könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr meint, was euch wichtiger ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Ich denke nämlich, also es wäre so meine Vermutung. Aber dann sind die anderen wieder unzufrieden, weil die wieder sagen, oh, kannst du nicht mal das zeigen, kannst du nicht mal das zeigen. Das ist jetzt gerade ganz neu in der Werbung. Ja, und dann ist es natürlich doof, weil dann ist es jetzt gerade neu und dann ist es irgendwie in 2 Wochen oder so nicht mehr neu und dann bin ich wieder zu spät. Toll. Boah, das ist schon richtig hart. Kann man das nicht einfach jetzt schon benutzen? Das ist doch voll cool. Dann mache ich den zu und 10 Minuten später sehen wir uns wieder. Ich habe mit dem Slime geredet. Und jetzt kommen wir zum letzten. Ich kann es gar nicht glauben. Das hat schon wieder so lang gedauert. Ich denke immer, das geht zu schnell und dann dauert es immer so lang. Man muss ja immer erstmal rausfinden, was man machen muss. Dann muss ich gleichzeitig noch irgendwelche Kommentare irgendwie raussuchen und vorlesen. Und dann gleichzeitig hier irgendwie alles machen. Das ist ja immer so, kompliziert. Weiß auch nicht wieso. Die Kimberly, die hat auf jeden Fall auch noch was gefragt. Die hat mich gefragt, wie alt sind deine Katzen eigentlich? Und ich grüße dich natürlich auch deine Freundin Jannika, hat sie noch mit dazu geschrieben. Meine Katzen sind 2004 geboren, dann sind sie jetzt 15. Ja, also im Februar geboren. Deswegen sind sie jetzt schon 15. Oh, schon voll alt, ne? Deswegen sage ich ja immer, meine kleine Oma und mein Opa, wobei ich
fast noch finden, dass Amy noch mehr Oma ist, weil die ja so viele Zähne gezogen bekommen hat. Die arme Maus. Und Miro war dann auch beim Tierarzt und da habe ich auch schon gedacht, so, oh mein Gott, der kommt auch wieder, hat auch dann keine Zähne mehr. Und weil sie gesagt haben, der hat was mit dem Zahn und Zahnfleisch und so. Die können sich ja nicht die Zähne putzen, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und dann kam der wieder und hatte nichts. Ne? Der kam wieder, haben sie einfach nur ein bisschen Zahnreinigung gemacht und dann war wieder alles in Ordnung. Nicht schlecht, ne? Ich glaube, das kommt, weil er so gerne auf irgendwelchen Sachen rumkaut. Deswegen sind seine Zähne wahrscheinlich ein bisschen besser, vielleicht auch robuster. Naja, ich denke mal, dass er wahrscheinlich eher sich so den Zahnstein irgendwie wegkaut, weil er gerne auf irgendwas eben rumnagt. Vielleicht sollte ich dir mal so einen Beißring hinlegen und dann würde sich wahrscheinlich von alleine die Zähne putzen, weil er das irgendwie toll findet. Ob es sowas gibt? Gibt es so einen Beißring oder irgendwie so einen Knabberring für Katzen? Bestimmt sowas, oder? Es gibt doch eigentlich alles. Müsste ich mal suchen. Gut, nehme ich mal wieder hier den Messbecher zuerst. Hat sich ja bisher eigentlich ganz gut aufgeteilt, ne? Grün, hellblau, orange. Was fehlt jetzt noch? Gelb vielleicht? Oder rot oder rosa? Lila? Weiß? Das ist ja mal mega langweilig. Okay, wir haben einfach mal einen weißen. Man sieht relativ wenig, aber es ist ein bisschen Glitzer drin, aber man sieht es halt nicht so stark. Dann hoffen wir doch mal, dass der Rest richtig toll ist. Dass sie sozusagen sich das Coole für die anderen Sachen aufgespart haben und der Becher ist halt langweilig. Ich sag's euch, wir werden jetzt was richtig Seltenes kriegen. Und nochmal ein silberner bisher. Okay, 2-2, also war genau gleichzeitig gleichmäßig aufgeteilt. Vorher nochmal den Duft angucken, bevor ich hier das Große öffne. Angucken und anriechen. Da steht wieder was drauf. Ja, ich freue mich mal, wenn was draufsteht. Ach so, okay, da steht Duftaroma Hawaii. Was soll mir das jetzt sagen? Es riecht einfach nach Hawaii. Wie riecht denn Hawaii? Ich war noch nicht auf Hawaii. War schon mal jemand von euch auf Hawaii? Leider nicht. Boah, ich wäre mega gerne mal auf Hawaii. Das ist bestimmt mega schön. Ich will sowieso noch... Oh. Was ist euer Traumziel, wo ihr gerne mal hinfliegen würdet? Oh, das riecht richtig lecker nach Hawaii. Ich war noch nie da. Es riecht nach Hawaii. Wisst ihr, wie das riecht? Es riecht nach Kokos, Ananas. Und ich habe es mir schon wieder in die Nase geschmiert. Das gibt's doch gar nicht. Hier, guck, seht ihr das? Mindestens 2 Tropfen. Riecht eigentlich richtig lecker. Der beste. Das ist der beste Duft bisher. Oh, richtig gut. Was, welcher war noch so gut? Ich glaube, der zweite. Der erste war auch so, Magnolie, finde ich, ist jetzt nicht so toll. Aber der ist richtig toll. Richtig, oh, wie so ein Cocktail mit Kokos, Ananas und irgendwie Mango. Oh, Peanut Butter. Also, Poopnut Butter. Whiff. Kenne ich natürlich auch nicht die Marke. Gibt es bestimmt auch irgendwie aus Amerika irgendwie eine. Creamy Poop Nut Butter. Hashtag Nummer 2. Americas Nummer 1. Hashtag Nummer 2. Hä? Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Aber okay. Ich kenne halt die Marke nicht. Deswegen, Aber der Becher ist auf jeden Fall cool. Nicht Snickers, aber Peanut Butter ist auch schon mal nicht schlecht. Wobei ich esse eigentlich, also ich würde Peanut Butter schon essen. Habe ich mir allerdings noch nie gekauft. Aber eigentlich finde ich es schon ganz lecker. Aber ich muss auch sagen, ich bin selber auch nicht so der Nutella-Fan. Viele wahrscheinlich von euch. Schon, aber ich mag gerne Schokomack. Also ich mag gerne das mit Milch drin, weil ich sage immer, es gibt so Sachen, die sind mir zu süß. Mir ist es dann lieber, wenn das nicht ganz so süß ist und deswegen mag ich dann gerne das mit Milch drin, also den Schokomack. Was ist das? Wieder mein Elefant. Wo ist denn da der Pupshaufen? Das ist doch kein Pupshaufen mehr. Das sieht da mega aus wie ein Elefant. Das sieht gar nicht aus wie ein Pupshaufen, okay. Klappt der selten? Nee, oder? Ich finde nicht, dass er selten aussieht. Aber ist der, gehört der zu den Junkfoodie-Doodies? Ist ja irgendwo schon Junkfood, ne? Oh Mann, tatsächlich, es ist schon wieder einer. Das gibt's doch gar nicht. Und schon wieder hier. Wir haben nur welche von dieser Seite. Wir haben nichts hiervon. Lunchbox, Lums, Sugarflush. Oh, Sugarflush. Das ist doch voll was für mich hier. Mit Schokolade, Snickers. Nee, mag ich nicht. Cola Light. Eye Poop. Kenne ich leider auch nicht. Aber sowas zum Beispiel haben wir auch nicht gehabt. Wir haben keine Tüte. Es gibt ja wohl auch Tüten. Der sieht voll cool aus, oder? Fiery. Der sieht cool aus. Naja, egal. Erstmal aufdrehen. Dann wieder 10 Milliliter abmessen. Und nochmal die Tropfen rein. Auch von denen möchte ich eigentlich gerne mehr reinmachen. Ah, eins, zwei. Oh Gott, so war das aber nicht gemeint. Ich habe gerade voll den Megaspritzer hier reingemacht. Gott, nein, es tut mir leid. Das war nicht beabsichtigt. Oh nee. Ach Gott, na egal. Egal, wird schon gut gehen. Das wird auf jeden Fall gut riechen. Das wissen wir ja jetzt. Gibt es hier eigentlich auch so Goldslime? Ihr habt ja, genau, ihr hattet mir auch mal gesagt, ob ich nicht diesen Goldslime suche nach dem Goldslime oder sowas aufmachen kann. Habe ich nämlich auch da. Es ist bisher immer wieder hinten und runtergefallen. Also es ist natürlich nicht hinten runtergefallen, das sagt man ja so. Ich habe halt immer andere Sachen wieder vorgezogen, weil die wichtiger waren. Und deswegen habe ich den noch nicht gemacht. Ah, schon wieder gelb. Gelb hatten wir vorhin ja schon mal. Aber ich habe das mit dem Goldslime. Wie gesagt, ich habe so viel hier stehen und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich brauche jemanden, der meine Videos schneidet oder vielleicht mache ich wirklich mal so eine Video-Uncut-Reihe. Uncut also bedeutet so viel wie, dass ich es nicht schneide oder so gut wie gar nicht, dass ich wirklich nur diese Sachen rausschneide, wo halt wirklich gar nichts passiert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die ganze Zeit umrühre und ich nicht mit euch spreche, dass ich das dann halt einfach mal rausschneide. Aber sonst würde ich dann halt mehr drin lassen. Früher habe ich ja wirklich gar nicht geschnitten. Wer meine allerersten Videos noch kennt, da habe ich gar nicht geschnitten. Nö. Ich habe einfach, wenn ich nichts gesagt habe, dann
habe ich halt eben nichts gesagt in dem Moment. Dann habe ich halt einfach nur mal in den Becher reingeguckt. Das mache ich jetzt ja auch, nur dass ich es halt jetzt rausschneide. Und ihr dann immer denkt, oh mein Gott, die labert aber viel. Dabei labert sie gar nicht so viel, sondern sie schneidet einfach nur viel. Also sie schneidet viel weg, wenn sie halt nichts tut. Ich rede gerade über mich. Oh Gott, ich rede über mich in der dritten Person. Naja, immerhin, ich kann ja jetzt mal, während ich wieder umrühre, nochmal eine Frage beantworten von der Ida. Die hat mich gefragt, welche Sprachen sprichst du? Und sie spricht Deutsch, Englisch und Spanisch. Liebe Grüße schon mal an dich und auch wieder an alle, die Ida heißen. Ja, ich spreche natürlich auch Deutsch, wie man hören kann. Dann habe ich halt auch Englisch gehabt in der Schule. Latein hatte ich, aber Latein ist ja eine tote Sprache, das heißt, Latein spricht man nicht. Dann hatte ich noch Altgriechisch, ist leider auch eine tote Sprache, spricht man also auch nicht. Bisschen blöd, ne? Ich war halt auf einem humanistischen Gymnasium, so nimmt sich das, wenn man die ganzen alten Sprachen dann noch lernt. Dann habe ich Spanisch mal gelernt, so außerhalb von der Schule, in so einem Sprachkurs ein paar Mal. Also zweimal habe ich es gelernt, ein bisschen halt selber auch in Spanien, aber ich würde sagen, ich bin sehr schlecht in Spanisch. Also ich verstehe, glaube ich, mehr, als dass ich sprechen kann. Und was ich noch spreche, was vielleicht ein bisschen besonders ist, ist Gebärdensprache. Also ich kann die Leute verstehen, die gehörlos sind. Da habe ich leider auch schon wieder sehr viel irgendwie vergessen. Aber ich habe das halt in der Uni gehabt und habe da zwei Jahre lang komplett Gebärdensprache gelernt. Und ich muss sagen, es hat super viel Spaß gemacht und es war sehr interessant, das kennenzulernen. Und das ist wirklich auch toll. Meine beste Freundin hat das damals halt auch gelernt und dann haben wir halt immer in der Uni gesessen, in irgendwelchen anderen Kursen und haben uns dann in Gebärdensprache unterhalten, weil es war so schön leise und keiner hat es verstanden. Und es ist wirklich ganz toll, weil es so eine ganz intuitive Sprache ist. Also wer sich dafür interessiert, kann ich nur sagen, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht genau, ob man überhaupt so Kurse belegen kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr tolle, interessante Sprache und auch eine interessante Gesellschaft, weil die Leute nehmen viele Sachen halt anders wahr, wenn sie halt kein Gehör haben. Mal eine tolle Erfahrung. Also ich habe alles hier fertig und ich glaube, ich kann wirklich schon direkt mit dem ersten wieder weitermachen, weil ich nehme schon so mega lang auf, dass der erste schon wieder fertig sein wird. Oh. Okay, ich suche gerade, was war denn der erste? Der hier war der erste. Hier steht auch, dass man den zwischenparken soll in dem hier, den ersten Slime. Also holen wir den mal raus. Mal gucken, ob er hier runtergelaufen ist auf den Fußboden. Ja, oh Gott, er hängt einfach überall. Nein! Ah, ist schon noch ziemlich klebrig. Ich versuche mir mal ein bisschen mit dem Löffel hier zu helfen, mir das so ein bisschen hier auf die Hand zu schieben. Boah, habe ich es jetzt bald. Das dauert einfach gerade so ewig, das hier rauszupulen. Ah, muss doch gleich noch einen Slime machen. Wie lange soll denn das doch dauern? Ist jetzt noch ein bisschen grün drin? Ich glaube, aber das lasse ich drin. Das ist ja auch nicht so schlimm, weil wir müssen es dann nachher sowieso vermischen. Deswegen, ob da jetzt ein bisschen grün drin ist oder nicht, ist auch wurscht. Klebt auf jeden Fall schon ein bisschen dolle. Aber die Farbe ist richtig cool. Richtig cool. Und der ist nicht so ein slimiger, also nicht so ein flüssiger, sondern der ist richtig sticky, so wie ich den liebe. So ein, das was ich immer sage, wenn ihr mich fragt, was für ein Slime magst du, so ein matten. Na, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der sieht wirklich toll aus, weil er so ganz soft ist. Richtig, richtig schön. Ich dachte auch, der klebt noch mehr, aber wenn man jetzt hier so die Finger anguckt, klebt er ehrlich gesagt fast gar nicht. Ich bin ganz überrascht. Das ist toll. Da haben sie richtig was verändert mal wieder an der Konsistenz. So wie auch bei den Rainbow Surprise Fashion Dolls. Da fand ich den, war das dort, wo ich den auch schon so gut fand? Ich glaube, das war bei dem. So, hier rein und dann mal wieder den Deckel zu. Der muss jetzt kurz warten und dann machen wir nämlich den nächsten Slime. Jetzt habe ich den falschen hier genommen. Naja, ist auch egal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier nochmal das hier nochmal reinmachen soll. Eigentlich schon, ne? Ja, eigentlich muss der ja auch riechen. Jetzt habe ich ganz schnell einfach mal 5 Tropfen hier reingemacht. Ich habe sogar 5 Tropfen reingekriegt, bin ganz überrascht. Hätte ich nicht damit gerechnet. Jetzt bin ich echt gespannt. Tüte Nummer 2 aufreißen. Aufreißen, genau. Ich schneide es auf und sage, ich muss es aufreißen. Es ist gelb, das heißt, wir werden eine Mischung aus Grün und Gelb bekommen. Cool. Ich glaube, jede Farbkombi wird da jetzt ganz cool sein. Und ich bin echt begeistert von diesem Slime. Was machen wir denn überhaupt mit der Unicorn Magic, die brauchen wir ja auch noch. Wann kommt die denn dazu? Kommt das jetzt nur in 1 rein oder in 2? Vielleicht mache ich das gleich erstmal. Nee, ich weiß nicht genau. Ich mache jetzt einfach erstmal weiter, mische das unter und lasse es ja dann wieder stehen. Ich muss jetzt wieder ein bisschen die Zeit im Auge behalten, damit ich weiß, wann ich das hier öffnen kann. Also von jetzt an 10 Minuten. Okay, habe ich mir gemerkt. Vor allem glaube ich, dass wir dieses Mal tatsächlich gar nicht 10 Minuten stehen lassen müssten. Ich glaube, er ist schneller fertig als normalerweise. Wahrscheinlich hat Pupsi irgendwie gemerkt, dass es manchmal nicht so richtig funktioniert und hat deswegen ganz viel verändert an der Rezeptur. Also sowas habe ich jetzt, wie gesagt, noch gar nicht gesehen. Auch, dass man es jetzt wirklich mit dem Löffel umrührt und nicht mehr schüttelt, weil dadurch sind ja auch immer diese ganzen Knötchen irgendwie entstanden, glaube ich, wenn man es halt nicht richtig so durchschütteln konnte. Ich meine, ich habe schon richtig ordentlich geschüttelt und trotzdem hat es halt immer nicht so richtig funktioniert, weil die sich ja durchs Schütteln nicht so richtig auflösen. Ich glaube, wenn man das so macht, löst es sich viel, viel besser. Gerade auch, wenn man das so ein bisschen hier noch an den Rand drückt und da dann nochmal die Knoten so ein bisschen zerquetschen kann. Sieht voll aus wie Senf. Okay, wie ziemlich klebriger Senf. Ist gerade mega klebrig. Na, hoffen wir mal, dass er sich noch einkriegt. Quetsche es einfach mal rein und dreh mal zu. Runde Nummer 2.
Jetzt muss ich gerade mal überlegen, welchen hatte ich als nächstes? Den da, ne? Ich habe auch voll den falschen Löffel gerade genommen. Ach, egal. Ist nachher sowieso alles durcheinander. Ich habe auch den falschen Messbecher genommen. Oh Mann. Hauptsache, ich nehme nicht den falschen Slime. Der steht hier schon richtig. Ah, genau. Hier war rosa dabei. Das brauche ich schon mal. Das hole ich mir schon mal hier raus. Und dann muss ich den mir wieder auf die Hand rausschieben. Da kommt mein leckeres Joghurt-Fruchteis. So wie es aussieht, finde ich. Oh, der ist richtig sauber wieder. Das ist ja cool. Nicht lange. Gleich wird er wahrscheinlich wieder mega dreckig. Ja, der ist genauso wie der andere von der Konsistenz. Oh, hier war tatsächlich noch so eine kleine... Oh nee, doch nicht. Schon wieder weg. Ich dachte, der ist nicht so gut gelungen. Aber doch, ist er doch. Ja, hier sieht man so ganz leicht, aber dass hier so ein kleiner Knoten noch war, der sich irgendwie nicht vermischt hatte. Aber sonst ist der richtig schön, der Slime. Aber ich finde, der riecht im Endeffekt dann doch nicht so, wie das Duftwässerchen hier riecht. Ich finde so, wenn er sich mit Slime vermischt, dann geht der Geruch so ein bisschen flöten, leider. Also riecht nicht schlecht, aber ich finde, er riecht so ein bisschen wie Oma unterm Arm. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint. So ein bisschen wie so ein etwas schwereres Parfum. So war das gemeint. Die sprüht sich natürlich kein Parfum unterm Arm. Oh Gott, was erzähle ich hier schon wieder? Das ist schon eine tolle Konsistenz. Gut, dann tun wir den jetzt mal hier unten rein. Kurzzeitig hier aufbewahren. Man denkt aber, der ist so klebrig, wenn man ihn anfasst. Und dann ist er doch nicht so klebrig. Krass. Pass gut auf, bitte. Danke. Ah ja, stimmt. Ich habe gerade nochmal dran gerochen. Das war ja dieser mit Grapefruit. Ich bin ehrlich gesagt auf den letzten einfach nur mega gespannt auf den Geruch, ob der immer noch so cool riecht. 3, 4, 5. Okay, das reicht auch hier. Mehr brauche ich nicht von dem. Welche Farbe haben wir denn? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ah, ich schätze, es wird wahrscheinlich ein helles Blau. Ja, cool. Helles Blau hatten wir noch nicht, ne? Erstmal hier rein. Wenn sich das jetzt so ein bisschen mit dem Rosa da vermischt, sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Also das wird nicht so schlecht aussehen. Und nochmal das Wasser drauf. Ja, was war denn jetzt der Löffel hier? Der da, ne? Ja, der war das. Die Leonie, die hat auch noch einen Kommentar geschrieben. Vorab hat sie noch gesagt, dass ihr Kater sogar Brot frisst. Lecker. Und Pflanzen. Und der kotzt sie dann wieder aus. Aber vielleicht weiß der eine oder andere es nicht, dass es ganz wichtig ist für Katzen, dass sie halt eben auch Pflanzen bzw. Katzengras oder Gras essen können, weil die ihren Magen ja auch wieder entleeren müssen, dadurch, dass sie so viele Haare verschlucken. Gerade bei meinen ist das natürlich so, weil ich ja Langhaarkatzen habe. Je länger die Haare, desto schlimmer ist das. Und wenn das halt sich im Magen verschließt, weil da so viele Haare drin sind, dann haben sie Probleme, manchmal auf Klo zu gehen. Das hat mein Kater zum Beispiel häufiger mal gehabt. Und wenn er Katzengras frisst, die fressen das dann extra, um sich auch zu übergeben, damit die Haare halt eben nicht durch den Magen wieder raus müssen, sondern damit sie halt oben direkt wieder rauskommen. Und eigentlich ist das gut, auch wenn man vielleicht denkt, dass das nicht gut ist. Aber es ist natürlich nicht gut, jede Art von Pflanze zu essen, weil es gibt ja auch Pflanzen, die sind eben giftig. Und die sollte der Kater dann tunlichst bitte nicht essen. Aber Katzengras ist eigentlich ganz gut. Und kann man sogar auch selber machen. Also ich bin mittlerweile immer so weit, dass ich das selbst mache, Katzengras. Da muss man sich einfach nur Weizenkörner holen und die dann einweichen lassen, so eine halbe Stunde in einer Schale. Ich glaube, ich brauche schon wieder einen Löffel. Dann dauert das eine Weile, bis die aufgequollen sind. Ja, wie gesagt, halbe Stunde ungefähr. Da kann man halt auch so mal ein bisschen reingucken, mal ein bisschen fühlen. Dann nimmt man sich einfach einen Blumentopf, tut da ein bisschen Erde rein, streut dann die aufgequollenen Körner oben drauf und dann muss man das einfach immer schön feucht halten und dann wächst da innerhalb von einer wirklich relativ kurzen Zeit Gras. Also da sieht man richtig, wie das sprießt. Je nach Weizensorte ist das so ein bisschen abhängig, wie schnell das geht, also wie schnell das hier wirklich auch treibt. Aber normalerweise ist das schon so innerhalb von, sagen wir mal, 5 Tagen oder so. Ich glaube, 5 Tage so ungefähr war das. Sieht man dann schon so richtig die kleinen Grashalme und so. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und das ist auch ganz weich. Das mögen die halt total gerne. Und dann meine sind auch immer ganz wild da drauf. Also ich stelle das zwischendurch immer wieder hoch und gebe denen das halt wirklich nur immer so portionsweise, weil sie halt anfangen, den Topf umzuschmeißen und ja, halt die Erde dann irgendwie so rausfliegt und dann dass der Topf durch die Gegend gezogen wird und sowas. Deswegen mache ich das halt immer nur so. Ich rufe sie dann und dann sage ich halt Katzengras und dann wissen sie schon, dass Katzengras gibt und dann freuen sie sich immer. Und das kann man halt irgendwie mehrfach am Tag mal machen, dass man denen einfach so ein bisschen wieder was hinstellt. Hat man auch gleich wieder eine ganz gute Bindung zu den Katzen, weil die halt auch wissen so, ah, mein Frauchen macht was für mich und dann gibt es wieder was Leckeres. Ja, da freuen die sich immer. Sehr schönes Zitronengelb ist das hier geworden. Klebt ein bisschen mehr, glaube ich, noch als die anderen beiden. Oder meine Hände sind sehr warm, kann auch sein. Ach, ich denke dann immer, es klebt doch nicht. Nee, es klebt doch nicht, ist alles gut. Hündchen, mach doch mal dein Dings hier unten auf. So, einmal verschließen wieder. Ja, nochmal abmessen. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Was war denn das hier nochmal für ein Duft? Ach, das war irgendein komischer, glaube ich. Ja, der war sehr komisch, der Geruch. Egal, trotzdem. Ich habe jetzt übrigens gar nicht eben dran gerochen, ne? Ich habe eben nur an dem zweiten gerochen. Ich muss unbedingt nachher nochmal dran denken, an den anderen auch nochmal zu riechen. Weil der Geruch ist ja auch wichtig. Wir wollen ja keinen stinkenden Slime. Wobei, so ganz dolle stinkender Slime wäre schon wieder witzig. Da habe ich ja mal gesagt, es könnte ja auch mal sein, dass es mal einen Slime gibt, der nach einem Pupshaufen riecht oder so. Oder nach Pferdeäpfeln. Oh, wir haben rosa.
Die Farbe hatten wir auch noch nicht. Wir hatten vorhin nur lila. Das ist schon wieder eine andere Farbe. Cool. Es gibt sehr viele unterschiedliche Farben. Das noch dazu. Und jetzt heißt es wieder rühren und rühren und rühren. Oh mein Gott, ich habe gerade so eine mega lange Frage gelesen. Was heißt Frage? Das waren 10 Fragen in einer. Aber sie hat sich so viel Mühe gegeben, die Lara. Also, liebe Grüße, Lara, an dich. Ich glaube, ich habe dich schon mal gegrüßt, wenn ich mich nicht irre. Oder? Weil ich habe schon mal einen Hamster gegrüßt, der auch Rocky heißt. Bist du das? Oder bist du auch zufälligerweise eine, die einen Hamster hat, der Rocky heißt? Das wäre schon ein ganz schön großer Zufall, oder? Happy Birthday auf jeden Fall nochmal nachträglich. Am 5.9. hatte sie Geburtstag. Oh, wir können ja heute auch nochmal alle Geburtstagskinder grüßen. Ach, das wollte ich ja eigentlich mal einführen. Immer erstmal die Geburtstagskinder grüßen. Oh, nein. Na, hoffentlich denke ich beim nächsten Mal dran. Sie hat gefragt, wenn du ein My Little Pony wärst, welches wärst du dann? Ich kenne mich ja total schlecht aus mit My Little Pony. Aber ich weiß, dass die Pinkie Pie zum Beispiel total lustig ist. Also die ist ja die ganze Zeit immer nur am Quatsch machen. Und ich glaube, ich wäre wahrscheinlich am ehesten Pinkie Pie. Deswegen sage ich jetzt mal Pinkie Pie, auch wenn ich die anderen eben nicht so gut kenne. Welches wärt ihr denn? Oder welches wärst du denn? Hm? Oh, am Löffel klebt es jetzt nicht so. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Deswegen mache ich das direkt mal zu. Und dann fehlt ja nur noch der hier. Meine Katze ist gerade hochgesprungen und ich habe gerade ein leichtes Schleimproblem, weil ich kann sie nicht anfassen mit dem Schleim hier. Ich glaube, sie guckt einfach nur so ein bisschen durch die Gegend, oder? Reicht das schon? Ich kann dir gerade nicht helfen. Das heißt helfen, ich kann dir gerade nicht streicheln. Oh, diese Konsistenz. Konsistenz ist der Hammer. Wir mischen wieder ein bisschen durch, wobei man eigentlich gar nicht mehr mischen muss. Oh, super. Oh, eigentlich müsste das jetzt auch richtig toll riechen. Ich finde, der riecht tatsächlich ein bisschen besser als die anderen, weil der wirklich so nach Hawaii noch riecht. Und es passt auch total gut, finde ich, zu dieser Farbe. Dann so ein bisschen nach Ananas und so. Ah, das ist schon ziemlich toll. Dann sind noch gefragt, welches, wenn du ein Cutie-Tutie wärst, welches wärst du? Oh mein Gott, ein Cutie-Tutie. Ich wäre natürlich am liebsten der Phönix, weil ich den unbedingt haben will und bisher noch nicht hatte. Und ich finde ihn irgendwie so toll. Ich habe den gesehen in anderen Videos und irgendwie hat ihn gefühlt jeder gekriegt, außer mir. Naja, ich habe ihn halt nicht und keiner wusste ihn so wirklich richtig zu schätzen und ich finde ihn irgendwie voll toll. Deswegen sage ich mal, ich wäre der. Also am liebsten wäre ich der. Dann hat sie noch gefragt, wenn du eine Hexe aus Bibi Blocksberg wärst, welche wärst du? Ich kenne ehrlich gesagt gar nicht so viele Hexen aus Bibi Blocksberg, weil in den Anfangsfolgen ja gar nicht so viele vorkamen. Also ich glaube zum Beispiel Flowey Powy wäre ich jetzt nicht. Shubia wäre ich auch nicht. Mania wäre ich auch nicht. Barbara auch nicht. Deswegen, ich kann einfach nur sagen, wahrscheinlich wäre ich am ehesten Bibi, aber ich bin ja leider keine Hexe. Es ist natürlich sehr schön und hilfreich, hin und wieder mal eine Hexe sein zu können. Aber schwer zu sagen. Also ich kann nur nach dem Ausschlussverfahren gehen und ich glaube halt, ich wäre keine von den anderen. Deswegen wäre ich am ehesten Bibi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kam schon wieder so viel raus. Da ist aber auch so viel drin. Ich glaube, das ist ein bisschen dünnflüssiger als die anderen. Ach so, ja. Und sie hat auch noch gefragt, wenn ich eine Hexe eben wäre, die es nicht gibt, ob ich dann noch eine gute Hexe wäre und sowas. Ja, ich wäre auf jeden Fall eine gute Hexe, weil ich glaube, ich bin generell einfach ein guter Mensch. Eher so. Mir tut immer alles leid für alle Leute und ich will immer, dass es allen gut geht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand benachteiligt wird und da wäre ich, glaube ich, eine ganz schlechte Hexe. Versteht ihr, was ich meine? Nein, ich wäre auf jeden Fall eine gute Hexe und würde mal versuchen, halt irgendwie alles gut zu machen. Ich glaube, ich würde tatsächlich auch, deswegen weiß ich auch nicht, ob Bibi so zu mir passt, weil ich, glaube ich, zu wenig Blödsinn mache. Ich bin tatsächlich einer der wenigen Menschen, die wenig Blödsinn machen. Habe auch als Kind nie Blödsinn gemacht. Ich habe nie irgendwie jemanden großartig geärgert. Ich habe halt immer nur die anderen verteidigt, die dann geärgert worden sind. Ich bin halt so richtig langweilig eigentlich. Bin zu nett. Sagen wir immer, du bist zu nett. Ja, ich weiß, ich bin nett. Aber eigentlich bin ich gerne nett und ich kann halt auch nicht anders. Ich muss halt immer nett sein. Und ich mag es, wenn andere Leute glücklich sind und deswegen will ich auch gar nicht böse sein, gar nicht doof sein oder irgendwen ärgern oder irgendwie Quatsch machen. Weil ich halt immer denke, ich tue irgendwem weh und das mag ich nicht. Ganz schön viel psychologischer Kram hier gerade. Aus so einer komischen Hexenfrage. Leute, ich glaube, ich nehme schon seit 2 Stunden auf, wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, ich nehme hier seit 2 Stunden auf. Wie soll ich denn das hier alles zusammenschneiden? Ich dachte, das wird so ein kleines Video, weil ich mal eben kurz 4 von diesen Dingern hier aufmache. Aber nein, wird irgendwie extremst lang. Na gut, ich denke, ich kann auch wahrscheinlich viel wegschneiden, weil ich auch viel umgerührt habe oder irgendwas gemacht habe, ohne irgendwie mit euch zu reden. Ich hoffe, das reicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich sogar noch mal ganz kurz die Kamera ausmachen und mal ein bisschen stehen lassen. Einfach, weil es jetzt gerade so passt, weil ich sowieso einmal kurz die Kamera neu starten muss. Und dann, ach so, genau, am Ende muss ich ja das hier noch machen. Ich weiß noch nicht, worauf, ob ich es nur auf den einen oder auf beide mache. Das testen wir dann gleich mal. Und dann kann ich ja gleich noch mal ein bisschen weiter die Frage beantworten von Lara, weil die ja noch ein paar Fragen offen hat. Das machen wir auf jeden Fall gleich noch weiter. Aber solche Fragen bringen mir sehr viel Spaß zu beantworten. Deswegen, ihr kriegt davon jetzt nichts mit, aber ich bin gleich wieder da.
Schwupp, da bin ich wieder zurück auf meinem Schlachtfeld. Das sieht ja schlimm aus, stelle ich hier gerade fest. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Ich denke mal, wir können schon weitermachen mit der nächsten Flasche. Was heißt mit der nächsten Flasche? Das ist ja die gleiche Flasche, die wir eben auch schon hatten. Nur ein zweites Mal gefüllt. Oh, ob das jetzt schon fertig ist? Doch, ich glaube schon. Man denkt ja immer nein und dann merkt man ja immer doch. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe eben nochmal nachgelesen. Eigentlich hätte man es zwischendurch auch irgendwie nochmal mit warmem Wasser auswaschen sollen. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ich habe einfach das Zeug hinten nochmal reingeschmiert und hoffe jetzt einfach, dass es trotzdem irgendwie klappt. Das Einzige, was passieren kann, ist halt, dass sich die Sachen miteinander so ein bisschen verkrümeln. Ich sehe auch schon, dass das wahrscheinlich der Fall ist. Also hier ist ein bisschen Grün noch dran. Aber ganz ehrlich, ist doch total wurscht, weil wir vermischen doch jetzt sowieso die beiden Sorten. Und ob da jetzt irgendwie so ein paar, zwei, drei, vier Krümelchen drin sind, das ist doch eigentlich egal. Ich meine, okay, wenn man jetzt so einen richtig coolen, sauberen Slime irgendwie machen will, ja, dann schon. Aber das wollen wir ja nicht. Naja gut, eigentlich vielleicht hätte ich das schon gewollt, aber ist jetzt auch nicht so wild. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe in der Zwischenzeit nachgelesen, man macht nämlich jetzt, wenn man die hier vermischt hat miteinander, dann macht man erst das hier rauf. Und wenn man einen seltenen hat, dann gibt es halt auch noch was anderes. Dann gibt es nämlich entweder Einhornglitzer oder Einhornflocken. Da wir leider keinen seltenen hatten, kann ich euch das nicht zeigen. Die Flocken stelle ich mir total cool vor. Schade, schade. Die hätte ich euch auf jeden Fall gerne einmal gezeigt, weil ich glaube, Einhornglitzer kenne ich schon. Ich meine, das sind dann immer diese, ja, wie heißen die? So eine Glitzersternchen oder was gibt es da noch? Da gab es doch verschiedene Sachen. Ich glaube, sowas war das. Oh, ich habe schon wieder vergessen, was das hier war. Ich glaube, es war grün. Dann haben wir nämlich gleich hier grün und... Oh, das sieht ja voll cool aus. Aber was macht man denn dann? Jetzt passen die doch nicht beide da rein danach. Das ist doch zu wenig dabei. Doch, könnte noch reinpassen. Da oben ist ja auch noch Platz. Riechen jetzt auf jeden Fall beide. Ich vermische das jetzt erstmal. Na, ich hatte schon Glitzer am Finger, glaube ich. So, ich mache sie mal übereinander. Und jetzt könnte man halt entweder sowas zum Beispiel machen. Hier mal drehen. Dann hat man zwei verschiedene Schleimsorten. Ach, das ist ja mega cool. So, warte mal, bevor ich jetzt hier weitermache, mache ich auf jeden Fall das hier noch rauf. Toll, ich habe es gar nicht richtig aufgeschnitten. Das war ja total blöd. Jetzt aber. Jetzt kriege ich es aber hin. Oh, und jetzt fängt das danach nämlich an zu schimmern. Nein, ich glaube schon wieder, die Hälfte ging vorbei. Oh Mann. Ich war ja vorhin immer noch bei der Frage von Lara. Die hat ja so viele Sachen gefragt. Und unter anderem war auch eine Frage, warum hast du eine Einhornunterlage, wenn du sie nicht dreckig machen willst? Ja, weil ich das Einhorn so süß finde und ich mag es nicht dreckig machen, weil ich es so gerne mag. Und jetzt sieht es wirklich aus wie mit Mehl beschmiert. Jetzt haben wir es davon. Jetzt habe ich es dreckig gemacht. Nein, ich habe es umgedreht und es ist aufgegangen. Alles ins Auge. Oh. Oh, Entschuldigung, ich habe noch gar keinen Namen. Ich hatte, glaube ich, in irgendeinem Video mal nachgefragt, wie ich das Einhorn nennen soll. Aber ich glaube, ich habe das Video noch nicht hochgeladen und deswegen ist es jetzt die ganze Zeit namenlos, das arme Einhorn. Sollte doch einen coolen Namen bekommen. Oh Gott, nein. Das ist ja jetzt voll in die Hose gegangen. Oh nee. Okay, man kann es halt hier schon irgendwie so ein bisschen aufsammeln und es glitzert richtig cool. Aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt einfach nur noch grün, oder? Wir haben jetzt gar keine richtigen verschiedenen Farben mehr, weil ich es jetzt hier so ganz schön dolle schon beansprucht habe. Jetzt ist es gar nicht mehr zweifarbig. Das ging ja voll schnell weg. Das hätte ich vielleicht nicht machen dürfen. Ich meine, es ist immer noch cool, ne? Aber meh, leider nicht mehr so viele verschiedene Farben. Jetzt ist es wirklich so ein gelbliches Grün. Vielleicht mache ich gleich schon mal den Schimmer vorher drauf. Versuch mal, ob ich das hier reinquetschen kann. Nee. Das ist zu viel. Das passt nicht rein. Okay. Na gut, wir könnten es theoretisch ja auch in diese Flasche reintun. Egal, ich nehme erstmal das nächste. Ah, stimmt, das war der blaue. Und dann mache ich das jetzt einzeln in die verschiedenen Farben. Einfach nur in der Hoffnung, dass ich das danach nicht so krass vermischen muss, sondern dass man das halt noch besser sieht. Ich habe es fast gar nicht mehr aufgekriegt. Hilfe. Oh, ich finde, das ist von der Farbe her irgendwie das Coolste. Das sieht so lecker aus. Dann schütte ich jetzt erstmal die erste Hälfte hier rauf. Boah, woher weiß ich denn, was die erste Hälfte ist? Gar nicht. Büschen halt so. So vielleicht? Oh mein Gott, das war schon viel zu viel. Naja, was soll's? Oh Gott, jetzt habe ich es hier runtergekleckert. Lassen wir es einfach mal hier reinfallen, weil da muss es ja letztendlich sowieso hin. Und es pufft. Was für eine Schweinerei. Es sieht doch eigentlich generell schon gut aus. Eigentlich braucht es doch gar keine Einhornmagie mehr. Ich finde, es sieht sowieso schon schön aus. Ich mag ja auch dieses Matte. Okay, es ist halt ein bisschen schimmernd jetzt, aber ich finde nicht, dass der Unterschied sowas von groß ist. Ein bisschen Glitzer halt, ja okay. Aber ich finde das nicht notwendig. Also ich finde, man könnte das auch locker ohne lassen. Ist halt noch viel zarter geworden, ne? So ein bisschen Pastellfarben. War es ja vorher auch schon, aber so. Vielleicht kann ich das hier nochmal ein bisschen sauber machen. Hier sieht man es halt immer toll, ne? Wenn man es einmal so raufdrückt, dann sieht man hier richtig, wie cool das schimmert. Dann nochmal der blaue. Ihr seht schon, da ist schon was reingeflogen. Nein. Aber es vermischt sich bestimmt jetzt schon direkt, wenn ich es raushole. Oh, der kommt sehr gut raus.
Schön. Hier sieht man ein bisschen rosa, ein bisschen gelb von allem Möglichen, was ich hier vorher noch gemacht habe. Hier ist schon Schimmer drin, okay. Wir haben hier ungefähr alles dabei. Dann mache ich hier mal den Rest drauf. Er sieht auch so ein bisschen klumpig noch aus. Aber das war ja viel mehr als bei dem anderen. Voll falsch eingeschätzt. Nein, du puffst jetzt hier ausnahmsweise mal nicht raus. Oh nein, jetzt pufft er unten raus. Nein, oh nein, 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 nein. Ah, nein, total schief gegangen. Viel schlimmer als eben. Hilfe. Oh Gott. Bleib mal kurz hier, warte. So, weil hier war ja viel weniger drin. Deswegen versuche ich das jetzt hier nochmal ein bisschen mit einzuarbeiten. Aber prinzipiell finde ich es, glaube ich, einfacher, wenn wir erstmal das und dann das machen. Man kann sie ja auch einzeln lassen. Man muss sie ja auch nicht miteinander vermischen, aber irgendwie ist das schon cool. Der sieht da total voller Mehl aus. Der wird richtig hart gerade, oh Gott. Der wird so richtig hart, weil ich glaube, ich so viel von diesem Pulver hier drin habe. War vielleicht doch keine ganz so gute Idee. Guck mal, wie schön der sich ziehen lässt. Der ist auch nicht so, dass er reißt. Der ist so schön soft. Mega, mega schön. Also dieses Gefühl hier vom Slime ist wirklich toll. Großes Kompliment, muss ich wirklich sagen. Da haben sie echt einiges verbessert. Ich mal überlege, wie viel ich mich da abgekämpft habe teilweise. Manche Slimes waren ja gut, manche haben halt echt überhaupt nicht so gut funktioniert. Aber der hier funktioniert einfach super. Das ist wirklich toll. Kann ich dir jetzt hier irgendwie noch helfen? Was machen wir denn jetzt mal? Ich kann es hier mal übereinander legen. So. Oh Gott, jetzt klebt er hier voll. So. Vielleicht irgendwie ein bisschen, dass man das hier noch sehen kann. Schön. Irgendwie muss man ihn ja so vermischen, ne? Aber oh, das sieht toll aus. Gerade wenn man jetzt das erste Mal den so vermischt, sieht wirklich super schön aus. Irgendwann wird es leider wieder keine coole Farbe mehr sein. Aber hier so, wenn man jetzt noch den Rand sieht, der ist noch ganz, ganz toll rosa. Und hier hat er sich schon vermengt. Also hier wird er schon ein bisschen fliederfarben. Ich würde ihn jetzt fast so lassen, ne? Damit man wenigstens noch so ein bisschen das Zweifarbige sieht. Schön, oder? Sehr schön. Und der passt natürlich auch wieder hier nicht rein. Aber ist egal. Kommen wir zu der Medizin mit dem hier. Ui, zwei haben wir ja noch, die wir noch vermischen müssen. Einmal der und einmal der. Upsa. Ach ja, stimmt. Das war ja hier immer unten. Die Flasche stand hier auf dem Kopf. Ich glaube, ich werde es jetzt wieder vorher vermischen und werde es dann danach einfach drauf machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das besser funktioniert. Ich habe das Gefühl, der ist noch so ein bisschen schleimig. Ja, das muss langen. Boah, der ist richtig quietschig. Die Farbe hier ist richtig cool. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich schon schimmerig, dadurch, dass meine Hände so aussehen, wie sie gerade aussehen. Richtig neon, pink, orange, irgendwie sowas dazwischen. Krass, wie der aussieht. Und der ist der einzige bisher, der wirklich noch so ein bisschen klebt. Habe ich den vorhin vielleicht nicht gut umgerührt? Ja, gibt sich relativ schnell. Also wenn man die so ein bisschen knetet, dann geht das fix wieder weg. Ich pappe die schon mal so ein bisschen aneinander und schütte dann das hier wieder drauf. Oh Gott, warum? Es funktioniert doch nie. Jedes Mal fliegt es wieder irgendwo anders hin, wo ich es nicht haben will. Oh mein Gott, es klebt auf der Matte. Nein, 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 nein. Jetzt klebt es auch noch am Deckel. Ah, der ist so klebrig. Oh nein, das klebt wirklich an der Matte. Nein, das wollte ich nicht. Chaos. Oh nein. Okay, ich meine, so sieht es ja ganz witzig aus, was ich hier gerade tue. Boah, der ist cool. So von der Farbe her ist der echt schön. Aber das hier ist mal echt nicht schön. Kriege ich das wieder weg? Oder bleibt das jetzt so? Oh, es tut mir so leid, du arme Kleine. Vorhin hat das doch immer gut geklappt. Warum ist das denn jetzt hier nicht? Warum klappt das hier nicht? Die Farbe ist mega, mega cool. Oh, hier ist wieder gelb. Also das finde ich am coolsten gerade von der Farbe. Aber der ist auch am schleimigsten von allen. Kriege ich das hier noch irgendwie ab wieder? Das muss doch... gehen. Ich muss das definitiv nachher sauber machen. Was meint ihr? Ziemlich coole Farbgebung, oder? Wie sich das hier so zeigt. Das hat schon was. Das hat auf jeden Fall was. Also der ist toll. Der ist toll, aber er hat leider mein Einhorn zerstört. Blöder Slime, aber toller, hübscher Slime. Naja, wenn es trocknet, dann kann ich jetzt wahrscheinlich einfach so wegsaugen. Hoffentlich jetzt wirklich der letzte Slime. Oh Gott. Wie lange drehe ich jetzt schon? 2 Stunden und 20 Minuten oder so. Hilfe. Das sieht total cool aus. Voll gerade, voll gut. Hier ist noch ein bisschen blau dran, dann nehmen wir doch mal den, weil hier ist nämlich auch blau drin. Den Behälter habe ich vorher offensichtlich nicht ganz so gut sauber gemacht. Ich dachte, den hätte ich viel besser gemacht. Aber wir haben hier schon gelb rumhängen. Jetzt müssen wir das hier noch miteinander vermischen. Ich mag das jetzt nicht hier auf die Ablage legen, weil ich merke schon, dass der halt auch mega schleimig noch ist. Aber vielleicht hätte ich den vorher noch mal ein bisschen mixen sollen. Ja, hier ist auch wieder ein Klößchen. Ein Klößchen, lecker. Ein Knötchen gewesen und auch hier. Da habe ich nicht gut durchgemischt vorher. Deswegen ist er noch ein bisschen schleimiger. Ich versuche es gerade noch so ein bisschen hier zu trennen, damit ich nur den hier einmal durchkneten kann. Hier haben sie sich schon gefunden. Die sind schon am Küssen. Hallo, Schleim. Okay, hier habe ich sie mal verbunden. Ein Herz. Oh, ich habe ein Schleimherz gemacht. Sieht fast aus wie Knete. Die Tüte habe ich schon mal vorbereitet, schon mal aufgeschnitten. Und dann tue ich das hier in die Mitte vom Herz. Ja, das war die falsche Tüte, aber die andere habe ich auch schon aufgeschnitten. Das war eine Lehre. Das war mir eine Lehre. Tüte. Okay, fertig. Das wird sowieso wieder nicht funktionieren, weil es jedes Mal wieder rausfliegt. Wie macht man denn das besser? So ist es auf jeden Fall nicht gut. Vielleicht so ein bisschen drücken, massieren, wieder eine schöne Schleimmassage.
Hier fliegt die Rauchwolke. Gott, wie sieht das denn aus? Der meiste Teil ist irgendwie im Blau gelandet, glaube ich. Ah, da kam schon wieder der Mittelteil rausgeflogen und ist schon wieder unten auf der Matte. Oh Mann, das wird auf jeden Fall danach grün werden, wenn ich das hier so richtig durchgemixt habe. Hier sieht man schon so ein helles Grün. Oh, hoppala. Hier außen ist noch ein bisschen blau, hier ist noch ein bisschen gelb. Leider muss ich das hier jetzt vermischen. Naja, aber... Wobei ich fand, die Farbe von dem davor fand ich tatsächlich noch besser. Das war so richtig cool von der Zusammenstellung auch. Also ich finde die tatsächlich alle gut und ich finde sie auch so cool gemacht. Ich hoffe, man hatte auch ordentlich noch was davon. Ich weiß aber nicht genau, wie lange die Slimes hier halten oder ob man hier noch danach wieder arbeiten kann mit Kontaktlinsenflüssigkeit. Ich gehe mal stark davon aus, dass man die Slimes dann auch wieder so ein bisschen noch bearbeiten kann, damit sie halt irgendwie nicht gleich wieder nicht mehr benutzbar sind. Und noch ein bisschen Rot drinne. Egal. Das sieht fast so marmoriert aus. Sehr schön. Ich würde sagen, ich bin fertig. Ich habe fertig mit diesem Video. Ich bin mal wieder sehr dreckig. Muss ganz viel sauber machen jetzt im Nachhinein. Vor allem auch meine Matte. Sieht aus, als hätte ich hier drauf einen Kuchen gebacken. Also in der ersten Hälfte habe ich auf jeden Fall wieder versucht, einige von euch zu grüßen. Jetzt in der zweiten Hälfte war es mir ein bisschen schwierig, mit meinen Fingern hier auf mein Surface zu drücken, weil da muss ich mal mit meinen Fingern drauf rumwischen und da kann ich leider nichts anfassen. Deswegen musstet ihr jetzt gerade leider ein bisschen drauf verzichten. Tut mir sehr leid. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt hier zu diesem neuen Pupsi-Produkt mal wieder. Ich weiß ja, dass ihr Pupsi sehr gerne mögt. Und ich habe natürlich auch wieder noch andere Sachen von Pupsi. Ach man, das wollte ich euch eigentlich direkt am Anfang noch zeigen. Das habe ich voll vergessen. Habe ich mir extra hier hingestellt. Das ist die Fart Jacobs Duft-Parfum-Flasche. Ja, das ist eigentlich so eine Sammelbox. Das habe ich überlegt, dass... Oh mein Gott, ich habe es gerade voll auf mein Telefon geknallt. Alles gut. Das wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen, aber das schaffe ich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal sauber machen und ich habe eben schon ein Video gedreht. Deswegen war es das für mich heute und ich setze mich dann gleich an den Schnitt und muss auch erst nochmal was essen. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß beim Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr auch wieder benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Oh, war das schon wieder schnell. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich. Bis dann. Tschüss. When there's no more light.